Ja, so zart beginnt sie, die Unstrut. Ich bin hier westlich von Käferhausen bei Dingelstädt und direkt an der Quelle, da beginnt auch der Radweg. Aber hier im Eichsfeld, da geht's ja nicht auf die Strecke ohne ein deftiges Frühstück mit Eichsfelder Stracke, die am besten bei einem Picknick draußen und in gemütlicher Runde schmeckt. Aber bevor wir uns verquatschen, müssen wir los. Der Tourplan ist eng gestrickt mit mehreren Terminen. Die Männer vom Vorstand des Unstrut-Radwegvereins haben also keineswegs 4 Tage Urlaub. Trotzdem freuen sie sich, ihren Radweg einmal wieder im Ganzen abzufahren, denn nur so sehen sie an Ort und Stelle, wo etwas gemacht werden muss. Zum Beispiel braucht es mitunter neue Infotafeln, in diesem Fall aus optischen Gründen und weil geplant ist, den Radweg zu verlängern. Und zwar so, dass er bereits etwa 15 Kilometer eher losgeht. Momentan ist es so, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, muss man nach Silberhausen. Das ist der letzte Bahnhof vor der Quelle. Und man muss diese 5 Kilometer bis zur Quelle steil bergauf fahren, um überhaupt erstmal zur Quelle zu kommen. Das fällt dann weg. Man kann Heiligenstadt besser erreichen und fährt dann im Prinzip los und kommt automatisch an der Quelle vorbei, ohne dass man ewig bergauf fahren muss. Kurz nach dem Übergang vom Eichsfeld in den Unstrut-Hainich-Kreis bekommt unsere Reisegruppe Zuwachs. Im Verlauf der fast 200 Kilometer bis Naumburg wird der harte Kern des Radwegvereins wechselnd begleitet, meistens von den Bürgermeistern der Gemeinden, die schon zum Verein gehören, was weitere anwerben soll. Am schönsten ist es wirklich auf dem richtigen Radweg und den Fluss gleich nebenan. Genau, also den Fluss nebenan, das hat man tatsächlich in 90% der Fälle. Unser Ziel ist es immer, den Radweg möglichst von der Straße runterzuholen. Es gibt da auch schon teilweise jetzt gute Bestrebungen, straßenbegleitende Radwege zu bauen. Ist gerade so ein Projekt zum Beispiel im Landkreis Simmer da geplant. Ist natürlich immer stark abhängig von Fördermitteln. Aber wir sind da in sehr guten Gesprächen und hoffen, dass das umsetzbar ist. Die Pausenversorgung ist auf dieser organisierten Tour gesichert. Wer hier sonst als Radfahrer unterwegs ist, muss zwischen den Städten oder größeren Orten so manche Durststrecke überstehen. Wie sieht es denn aus mit gastronomischen Angeboten am Weg? Je mehr Radfahrer kommen, desto leichter können Gastronomiebetriebe überleben. Und deswegen, je mehr Radfahrer kommen, desto mehr Gastronomie wird es hoffentlich auch geben. Auch Bürgermeister Michael Hartung sieht mit einem stark frequentierten Radweg für die Dörfer im Unstruttal Entwicklungspotenzial. Für die Gemeinde ist es auch wichtig, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt und schlussendlich durch die gute Zusammenarbeit, was wir auch für die Perspektive so planen, ist es für eine Gemeinde immer wichtig, dort auch präsent zu sein. Nach unserer Rast hört es auch endlich auf zu regnen und wir erreichen wieder halbwegs getrocknet das erste Etappenziel Mühlhausen. Die Stadt ist erst neu im Unstrut-Radwegverein. Da gibt es mit dem Oberbürgermeister Johannes Bruns eine Menge zu besprechen. Und eine Führung durchs Rathaus steht ebenfalls auf dem Plan.